Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle herzlich zu einer neuen Ausgabe des Sporttag. Ja, der 9. Mai, der vergangene Montag, war jetzt nicht unbedingt ein wunderschöner Tag für Österreichs Tennissport. Erstmals seit fast 40 Jahren kein Spieler bzw. keine Spielerin in den Top 100. Jetzt stellen wir natürlich die Frage, ob das ein Bild der Wirklichkeit ist oder eine irreführende Bestandsaufnahme. Dazu habe ich zwar hochkarätige Gäste heute eingeladen. Herzlich willkommen, Jürgen Melzer, Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbands seit dem Vorjahr, ehemaliger Weltklassespieler und ich glaube der letzte Spieler überhaupt, der gleichzeitig Einzel und Doppel in den Top 10 war, nicht nur in Österreich, sondern auch international. Sein Pendant, Thomas Schweder, Geschäftsführer des Österreichischen Tennisverbandes. Herzlich willkommen, danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, über dieses Thema zu reden. Wie sieht es im österreichischen Tennis generell aus? Jürgen, ist das wirklich eine Bestandsaufnahme, die etwas schon mit der Wirklichkeit zu tun hat oder kann das in ein paar Wochen wieder anders sein oder geht es ja vor allem darum, dass es in den nächsten Jahren anders aussieht? Naja, Fakt ist nun mal im Moment, wir haben keinen Spieler in den ersten 100, weder eine Dame noch einen Herr. Grundsätzlich muss man sagen, passiert das jetzt deshalb, weil sich der Dominik verletzt hat. Wir haben in den Jahren zuvor auch immer manchmal nur einen gehabt, meistens aber zwei. Und den Luxus haben wir im Moment nicht. Wenn man sich aber die letzten Wochen jetzt wieder anschaut, mit drei Challenger-Siegen von Österreichern, dann blicke ich jetzt als Sportdirektor nicht ganz so schwarz in die Zukunft, weil ich glaube, dass das alles Spieler sind, die durchaus das Potenzial haben, in naher Zukunft da wieder in diesen elitären Kreis aufzuschließen und eben dann in die ersten 100 einzuziehen. Es ist ja trotzdem, wenn man die Weltrangliste genauer betrachtet, zumindest bei den Herren ja doch nicht so schlecht. Wir haben 5 Spielern in den Top 250. Das ist aufgrund der Dichte, die ja immer größer wird im Tennis, auch bei den Damen, ja gar nicht so schlecht. Also da gibt es ja doch einige und vor allem vom Alter sind sie auf dem Sprung, sieht man ein bisschen vom Denis Novak, der 28 ist, aber da ist auch noch einiges drin. Wie siehst du mal diese 5? Filip Misolic ist 20, hat jetzt am Wochenende seinen ersten Challenger-Titel in Zagreb geholt. Wie siehst du ihn? Wie siehst du die anderen, die jetzt einmal 250 stehen? Ja, also ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen unterscheiden muss. Mein Bruder, glaube ich, fällt da auch noch in diese Kategorie ein. Der steht auch knapp unter 250. Mhm. Der war schon in den ersten 100, war lange verletzt. Sollte der verletzungsfrei bleiben, ist da eine Möglichkeit. Und dann haben wir natürlich die Jungen. Wir haben Juri Rodionov, wir haben den Filip Misolic, wir haben immer noch den Denis Novak, der jetzt auch noch nicht super alt ist. Sebastian Ofner zählt da genau dazu, der nach seinem Comeback jetzt einen Challenger gewonnen hat. Klar fehlt da noch überall ein bisschen was. Der Juri ist jetzt relativ nah dran mit 130. Hat heute übrigens Geburtstag, den 23. So ist es, habe ich auch schon gratuliert. Herzliche Gratulation auch auf diesem Weg. Das sind alles potenzielle erste 100 Spieler für mich jetzt. Vor allem der Juri und der Denis gehören meiner Meinung nach von dem, was sie spielen können, auf alle Fälle dorthin. Beim Filip Misolic wird man sehen, wie entwickelt sich der weiter in den nächsten Monaten. Weil jetzt hat er es einmal geschafft, dass er von der Future-Ebene in die Challenger-Ebene eingestiegen ist, jetzt gleich eins gewonnen hat. Also da muss man jetzt mal schauen, etabliert sich der dort? Schafft er den Sprung? Wie schnell schafft er den Sprung, um 250er zu spielen? Ich glaube aber, dass das einer ist, das ist ein ganz ein harter Arbeiter, der wirklich akribisch ist am Platz und nichts dem Zufall eigentlich überlässt und der definitiv das Potenzial hat, um in den, ich sage jetzt einmal, nächsten ein, zwei Jahren da vorne reinzustoßen. Bevor wir jetzt noch die wirtschaftliche Situation durchleuchten, wen gibt es bei den Jugendlichen, wen gibt es bei den U12, U14, U16, auch bei den Mädchen? Mädchen sieht es in der Weltrangliste nicht ganz so gut aus. Da ist Julia Grab her, kann man sagen, fast auf dem Sprung in die Top 100. Barbara Haas war leider verletzt, ist dadurch natürlich zurückgefallen. Sinja Kraus mit 19 auch am aufsteigenden Ast. Ich glaube, kommt auch dahinter noch, wo man jetzt noch nicht hundertprozentig abschätzen kann. Also ich glaube, dass wir da doch mit der Julia jetzt jemanden haben, der da, die da jetzt gleich mal reinstoßen kann, die vom Spiel her auf alle Fälle die Möglichkeiten hat. Babsi, wie gesagt, war lang verletzt. Schaut man mal, ob das wieder was wird. Sinja Kraus gefällt mir vom Auftreten her am Platz auch und dem Selbstvertrauen, das sie hat. Die hat definitiv auch das Zeug dazu, da vorne reinzuspielen. Dann müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen. Ich glaube, dass wir zwei ganz heiße Eisen haben. Eine ist gerade 12. Und die andere ist 13, mit Anna Bircher und Lilli Dagger. Tirolerin, ja, eine Tirolerin, eine wirklich
die sehr, sehr viel gewinnt in ihrem Alter, auch international, genauso wie Lili Dagger. Man weiß bei den Mädels, die sind oft dann vielleicht schon mal mit 15, 16 wirklich gut, die Ausnahmetalente, und ich glaube, dass die zwei da auf alle Fälle dazu zählen. Nichtsdestotrotz ist da einfach ein großer Gap, wie man sagt, dazwischen der Lili und jetzt, sagen wir mal, der Julia Grab, ja, da ist schon einiges, oder Sinja Kraus, da sind auch einige Jahre dazwischen. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Mädels, die jetzt so 14, 15 sind, genauso gut betreuen und versuchen, da an die Weltspitze heranzuführen. Das ist ein sehr schwieriges Projekt, wie man auch eben aus der Vergangenheit halt weiß. Wir haben halt einfach leider nicht die Dichte, dass wir da aus 50, 60 Mädels auswählen können, sondern wir müssen die wenigen, die wir haben, hegen und pflegen, dass die nach oben kommen. Das ist aber auch die schöne Seite an dem Job, den ich habe, dass man da immer auch versucht, so gut wie möglich zu unterstützen. Du bist ja fast so viel unterwegs in deiner aktiven Zeit. Jetzt halt mehr national, früher international, kann man sagen. Gibt die Zusammenarbeit mit den Akademien, klappt auch? Also ich glaube, dass wir da bei fast allen eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Ich fahre sehr viel durchs Land, schaue mir viel an, habe viel Kontakt auch mit den Trainern, wurscht, ob es jetzt Landesverband ist oder eben teilweise auch aus den Akademien. In der Südstadt mit dem Günther, das funktioniert super. Wir tauschen da laufend Sparring aus. Also da bin ich sehr froh über diese Zusammenarbeit, oder ja, kann man Zusammenarbeit nennen, dass das gut funktioniert. Und ansonsten ist es für mich auch wichtig, einfach mein Know-how ein bisschen, das ich ja doch angesammelt habe, weiterzugeben an all die anderen Landesverbände, Akademien, die es auch haben wollen. Und deswegen mache ich den Job auch. Wie sieht es wirtschaftlich beim ÖTV aus? Es gab die Pandemie, es waren kurz Tennishallen geschlossen, aber es gibt keine Abgänge, oder? Die Mitgliederzahlen sind sogar seit 2016 gestiegen, oder? Die Mitgliederzahlen sind seit 2016 hervorragend gestiegen. Wir hatten damals 170.000 eingetragene Mitgliederinnen und Mitglieder in Österreich in den 1650 Tennisclubs, und wir sind jetzt bei 190.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern, und das ist eine hervorragende Steigerung. Und vielleicht noch zuvor zu dem, was ihr gesprochen habt. Ich meine, man muss schon ein bisschen auch relativieren, dass wir, wenn man die ATP-Rangliste sich im Jahr 1986 angesehen hat, letztendlich da 1000 Männer gelistet waren, und jetzt im Jahr, sage ich, 2022 sind es mehr als doppelt so viel, 2150 Männer, die auf der ATP-Rangliste gelistet sind. Und das zeigt auch noch einmal sehr deutlich, wie stark hier auch letztendlich in der Weltsportart Tennis mit 87 Millionen eingetragenen Tennisspielerinnen und Spielern weltweit, wie stark da die Dichte ist. Und das ist dann natürlich jetzt momentan bedingt durch Dominik letztendlich trotzdem eine sehr starke Dichte herrscht. Das muss man auch dazu sagen. Wie viele Österreicher spielen Tennis? Man hört oft 600.000. Vor ein paar Jahren habe ich noch 400.000 gehört. Ja, da gibt es unterschiedliche Messungen. Wir sehen da eher die 400.000 plus letztendlich. Das ist immer die Frage, wer dann die Studie macht am Ende des Tages. Ja. Also wirtschaftlich steht der ÖTV auf gesunden Beinen. Also wir haben eigentlich ein grundsolides Ergebnis. Also wir sind die letzten Jahre schön mit den Mitgliederzahlen nach oben gestiegen. Wir haben, im Sponsoring ganz hervorragend die Erträge erwirtschaftet und sind da praktisch in der Zukunft bei fast 400.000, 450.000, und das ist eine grundsolide Zahl für den Tennissport. Mit einem Tennisexperten auch gesprochen, der gesagt hat, die Zusammenarbeit mit den Schulen könnte noch besser klappen. Gibt es da wirklich kleinere Probleme, oder gibt es da Aufholbedarf, sagen wir so, um das halbwegs positiv zu formulieren? Ich glaube, dass grundsätzlich einmal immer besser funktionieren kann. Also dass man sich da laufend austauschen muss, dass man eben da einfach drauf schauen muss, dass man den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, so viel Training wie möglich unterzubringen, neben der Schulausbildung. Solche Schulen sind meistens aufgebaut auf viele Sportarten. Und da ist eigentlich die Krux begraben, weil in einer Sportart, wo es vielleicht weniger internationale Turniere gibt, wo die weniger unterwegs sind, denen fällt es leichter, den Schulstoff einfach im laufenden Jahr mitzuarbeiten. Beim Tennis kann es sein, dass du 15 Wochen fehlst in der Schule. Und da muss es, sagen wir so, besser werden, dass man den Spielern und Spielerinnen dann auf den Turnieren den Stoff besser zur Verfügung stellt, dass die halt, wenn die heimkommen, nicht gleich 7 Prüfungen auf einmal haben. Wie war es bei dir? Ja, also bei mir war es so eine ähnliche Situation, und
Ich habe schon gespürt, dass die Schule mir unter die Arme gegriffen hat. Ich habe meinen Beitrag sicherlich dazu geleistet, dass ich jetzt kein schlechter Schüler war, sondern ja, ich durfte mit Matura im Jahr 2000 abschließen und habe genau die Schule in der Südstadt einfach gemacht. Mhm. Das Schulsystem an sich hat sich dann natürlich durch die Zentralmatura ein bisschen geändert. Ich glaube, dass den Lehrern da ein bisschen mehr die Hände gebunden sind, um wirklich zielführender helfen zu können. Nichtsdestotrotz muss das Ziel sein, dass man als Tennisspieler, wenn man in der Urstadt, ob es jetzt in der Südstadt ist oder in einem anderen Bundesland, einen Schulabschluss machen kann. Und es dürfen dann nicht die Trainingsstunden so sehr darunter leiden. Natürlich, wenn man die Schule früh aufgibt und sich voll auf den Tennissport konzentriert, dass so jemand mehr trainieren kann als jemand, der zur Schule geht, ist jetzt normal. Mhm. Aber es muss in Relation zum Leistungssport, und wenn man sich Leistungsschule nennt, dann muss das auch angepasst sein. Können die Tennisclubs auch etwas dazu beitragen, dass die Ergebnisse noch besser werden? Ja, ich glaube auch in den Tennisclubs ist es halt extrem wichtig, dass dort auch wieder dieses Clubleben herrscht, dass junge, talentierte Spielerinnen und Spieler auch von der Pike auf gefördert werden, dass dort auch im Ehrenamt, so wie es jetzt gemacht wird, ein Top-Job weitergemacht wird und letztendlich die vielen Ehrenamtlichen, die wir letztendlich mit 21.000 Funktionärinnen und Funktionären in den Vereinen draußen haben, leisten hervorragende Arbeit und bringen ganz einfach hier den notwendigen Wind in die Tennisclubs hinein. Und da ist es halt entscheidend, dass die halt dann vorbereitet werden für die Landesverbandszentren und dann in weiterer Form die Besten, die in den Landesverbänden trainieren, dann auch den Weg in die Südstadt zum Jürgen Melzer und seinem sportlichen Team finden. Schaut man sich auch ein bisschen in den Nachbarländern um. In Tschechien werden ja pausenlos Weltklasse-Spieler produziert, bei uns ja auch Ewigkeiten. Aber auch im Nachwuchs, gibt es da Besuche oder gibt es da Studien, die man sich genauer ansieht? Also ich habe schon permanent Austausch mit den Nachbarländern. Mhm. Mein Pendant in Tschechien kenne ich sehr gut. Philipp Petschner und Jan Feldhaus arbeiten für den deutschen Verband. Da tauschen wir uns natürlich ständig aus. Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Was meistens halt ist, die budgetären Mittel, die diese Länder zur Verfügung haben, kann man halt mit unseren nicht ganz vergleichen. Und selbst wenn man jetzt die Tenniszentren dort nimmt, das schaut dann schon ein bisschen anders aus als bei uns. Mhm. Das ist aber Ergebnis von jahrelanger Arbeit auch. Oder gibt es da mehr Förderungen? Ist ja so, in Österreich, oder der Tennisverband ist der zweitgrößte Verband in Österreich und der Förderrichtlinie noch immer nicht in den Top Ten, nicht? So ist es. Ich glaube schon, dass da ganz andere Zahlen im Umlauf sind, was die Förderungen angeht in den Nachbarländern oder auch wenn man in den kleineren Ländern. Das kann man leider mit unseren nicht vergleichen. Und deshalb müssen wir dann halt einfach mit dem umgehen, was wir haben und da vielleicht das eine oder andere auch mit kleineren Brötchen backen. Wir versuchen trotzdem das Beste. Es bringt nichts zu jammern, sondern wir müssen das Beste rausholen aus dem, was wir haben. Und das tun wir im Moment, glaube ich. Wir arbeiten, seit ich jetzt da bin, glaube ich, gut mit dem Trainerteam, was wir zur Verfügung haben. Und ich habe immer gesagt, dass so ein Projekt, wenn man was Neues macht oder wenn man professioneller arbeitet, dann ist das nicht nach 3 Monaten zu erkennen, sondern das dauert einfach Jahre, bis du da die nächste Generation einfach wieder aufbaust. Und da sind wir dabei, wir versuchen das. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir den einen oder anderen da rausbringen werden. Was Neues sind jetzt, also das hat es früher schon gegeben, aber jetzt jahrelang nicht mehr, sind Challenger-Turniere wieder in Österreich. Im Vorjahr hatten wir Salzburg-Anif und Tulln im Herbst oder im September. Jetzt kam Mauthausen hinzu, 19 ITF-Turniere, glaube ich, gibt es auch nebenbei, das sind die ehemaligen Future-Turniere. Gibt es da auch Bestreben, jetzt auch bei den Mädels in diese Richtung etwas zu tun und wie sehr helfen solche Turniere, wie sehr greifen einen diese unter die Arme, wie sehr helfen diesen, vor allem den jungen Spielern? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir viele internationale Turniere, selbst in der Jugend in Österreich, haben. Wenn man jetzt sagt, okay, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 8 Future, heuer haben wir 19. Das ist eine Zahl, das ist schon signifikant gestiegen und das ist auch extrem wichtig. Wir brauchen diese
diese Einsteigerturniere, um es einfach unseren österreichischen Spielerinnen und Spielern zu ermöglichen, billig unter Anführungszeichen Turniere spielen zu können. Und das haben uns eben gewisse Nachbarländer auch eben voraus, dass die einfach viel mehr Turniere haben. Drei Challenger sind super. Wir haben jetzt ein bei den Damen ist das ja so, gibt es ja keine Challenger-Turniere, sondern gibt es eben dann nur von der ITF dann, wir haben jetzt ein 60.000er, was man einem Challenger gleichordnen, gleichsetzen kann. Jetzt in Kärnten dann. Wo ist das und wann? Das ist in Börtschach, glaube ich. Und ist in 3 Wochen. Mhm. Das ist komplett neu auch. Das ist komplett neu, ja. Mhm. Und das wurde von der ITF, also wir haben ein $25.000 Turnier gehabt und die ITF hat uns gefragt, ob wir das aufwerten wollen. Und das haben wir natürlich gemacht, mit Unterstützung eben auch von der ITF. Und es ist einfach eine super Chance, dass wir da unseren Spielerinnen vor allem, wir haben viele in der Kategorie, eine Möglichkeit geben, einfach zu Hause zu spielen. Nicht zu Hause spielten zuletzt die Fed Cup-Damen, haben sich allerdings sehr, so gut geschlagen in der Türkei, wären fast sogar aufgestiegen, haben ein kräftiges Ausrufezeichen sozusagen gesetzt. Die Herren leider in Südkorea verloren, dürfen aber zu Hause spielen gegen Pakistan. Wie sieht es da aus? Da kann man jetzt noch nicht sagen, welche Spieler du zur Verfügung hast. Die Gegner sind ja, außer der Doppelspezialist Qureshi, sind überschaubar gut in ihren Leistungen, nicht? Muss man sagen, dass das ein absolutes Traumlos ist. Ja. Wenn ich es mal aussuchen hätte können, hätte ich Pakistan daheim gewählt. Es ist so gekommen, zum Glück, weil da waren andere Kaliber dabei, wo es um einiges schwieriger gewesen wäre. Und ich hoffe natürlich, dass ich aus einer vollen Mannschaft schöpfen kann. Und bin mit den Spielern natürlich gleich danach in Kontakt gewesen, auf was wir spielen wollen. Und ob grundsätzlich die Bereitschaft da ist, zu spielen. Es hat jetzt natürlich keiner gesagt, ja, ich bin sofort dabei. Das war ist klar. Die Zeit bis dorthin ist noch lang. Aber ich gehe davon aus, dass wir ein Team stellen werden, womit wir Pakistan schlagen werden. Wird der Oliver Marach noch einmal spielen oder hat er jetzt endgültig aufgehört? Er war jahrelang ein Baustein, auch mit dir oft gespielt. Der Oli, glaube ich, will im Sommer noch einmal ein, zwei Turniere spielen. Das war mein letzter, aber ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ob er noch mal Davis Cup spielt, wage ich zu bezweifeln. Gibt es schon irgendwelche Tendenzen, wo man spielen könnte? Wir sind momentan in Gesprächen mit dem einen oder anderen Bundesland und es ist noch nicht fix entschieden, wo wir letztendlich das Finale, also das Davis Cup Spiel dann austragen werden. Ja. Aber die Tendenz geht auf Sand, oder? Ja, der Wunsch ist Sand. Schauen wir mal, ob wir es hinbringen. Apropos Sand, jetzt starten die French Open. Wer sind eure Favoriten? Jürgen, ist er wieder dein Favorit, den du 2010 im Viertelfinale in einem heroischen Kampf besiegt hast? Zählt definitiv zu den zwei Leuten für mich, die dort als Top-Favoriten reingehen, neben Carlos Alcaraz. Der für mich... Für den Zuhörer noch Novak Djokovic ist natürlich... Ja, natürlich. Novak Djokovic ist der eine. Rezipienten vorenthalten. Und Carlos Alcaraz ist für mich der andere. Über Rafael Nadal hängt so ein leichtes Fragezeichen. Der mit seiner Fußverletzung, die er hat, muss man schauen, wie fit er dorthin kommt und ob er Best of Five über 7 Matches da konkurrenzfähig ist. Sollte er es sein, ist er für mich sogar derjenige, der ganz an der Spitze steht. Aber da ist einfach dieses Fragezeichen von der Fitness zu groß. Was traut ihr Dominic Thiem noch zu in diesem Jahr? Was traut ihr ihm überhaupt zu? Was traut ihr in den nächsten 4-5 Jahren zu? Und vor allem, kommt er wieder so weit nach oben? Magst du das oder ich? Beide. Ich persönlich wünsche ihm, dass er möglichst weit natürlich nach vorne kommt, im Sinne des österreichischen Tennissports und auch jetzt in Paris letztendlich so stark wie möglich spielt. Aber da kann der Jürgen kompetenter die Auskunft geben. Ich glaube, dass er... Du hast selber viele Verletzungen gehabt. Du. Ja, war aber ein ganz anderer Spielertyp. Mhm. Und das kann man nicht ganz, nicht ganz vergleichen, weil ich habe zwischendurch selber viele Fehler produziert, selbst wenn ich gesund war. Und
Insofern war das bei mir einfach ganz anders und das will ich auch gar nicht vergleichen. Man sieht einfach bei ihm, ich habe mir alle Matches angeschaut, dass es von Match zu Match besser wird. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass sich das wirklich von Match zu Match verbessert. Er braucht jetzt einmal einen Sieg, dann fällt das einmal weg, dann wird das alles ein bisschen lockerer. Und ich glaube jetzt nicht, dass er in Paris jetzt schon so weit ist, dass er wirklich um einen Titel mitspielen kann. Freue mich aber auf die Sandplatz-Saison im Sommer. Ich glaube, dass man da schon damit rechnen kann, dass um einiges erfolgreicher wird. Und dann gegen Herbst hin glaube ich fast, dass er wieder dort ist, dass er die Allerbesten schlagen kann. Juckt es dich noch manchmal auf den Platz zurückzukehren? Ganz, ganz selten. Also ich weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt, damit man da konkurrenzfähig wäre. Wenn du mir jetzt meinen Körper von vor ein paar Jahren gibst und sagst, okay, morgen darfst du spielen, wäre ich sofort dabei. Mit meinem jetzigen Körper und Fitnesszustand bin ich da schon sehr weit weg. Und natürlich fehlt hin und wieder der Wettkampf. Und ich freue mich jetzt auch auf die Bundesliga, wo ich noch mitspielen kann. Du bist ja in der Bundesliga noch dabei. Genau, das ist jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen irgendwann. Genau, jetzt am Sonntag ist das erste Match. Dann spiele ich auch noch ein bisschen in der deutschen Bundesliga. Sogar in Deutsch-Wagram sogar, nicht? Richtig, 26. Heimat. 28. Mai spielen wir zu Hause in Deutsch-Wagram. Zum ersten Mal wieder seit langem. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber dass ich jetzt irgendwie noch einmal so ein Turnier spielen möchte oder so. Na, gut ist gegangen und im Endeffekt muss man auch wissen, wenn die Zeit vorbei ist. Und das war bei mir einfach so. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich spiele noch immer gern Tennis, aber vom Wettkampf bin ich weit weg. Dann herzlichen Dank. Es gibt genug zu tun. So ist es. Für alle. Danke fürs Kommen und ich wünsche dem österreichischen Tennisverband und damit dem österreichischen Tennis alles, alles Gute und wir bleiben in Verbindung. Alles Liebe und Sie, meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund und schalten Sie das nächste Mal wieder ein zum Sporttag. Danke.